Wir haben mit UNICEF bewiesen, dass Impfstofflieferungen die Lieferzeit von Medikamenten von vielen Stunden auf Minuten reduzieren. Wir haben mit DHL schon in Tansania bewiesen, dass wir nicht nur Medizin auf eine Insel liefern können, sondern auf dem Weg zurück Laborproben zu einem Krankenhaus bringen. Ich glaube, das ist etwas so Großes und Tolles, das treibt uns alle an und dafür arbeiten wir Tag und Nacht im Endeffekt. Mein Name ist Tom Plümmer, ich bin einer der drei Gründer von Wincopter. Ich bin Jonathan Hasselbart und bin aktuell bei Wincopter der CTO. Also die Gründungsgeschichte hat sich aus zwei Teilen zusammengesetzt, würde ich sagen. Das eine ist die technische Entwicklung, die Innovation, die hinter Wincopter steckt. Die geht zurück auf Jonathan Hasselbart, meinen Mitgründer und Erfinder des Wincopters. Das andere ist der Wunsch, wirklich was Gutes zu tun mit der Technologie. Unsere Mission ist, dass wir auch andere Unternehmen inspirieren. Und zwar haben wir es geschafft, kommerziellen Erfolg mit humanitären Anwendungen zu verbinden. Und das eben wirklich in mehreren Ländern der Welt. Wir machen Umsatz, wir schaffen es auch, unseren Umsatz stetig zu steigern, neue Leute einzustellen, aber gleichzeitig eben auch Gutes zu bewirken. Und das ist etwas, was hoffentlich inspiriert und andere Unternehmen dazu bringt, wirklich nachhaltiger zu wirtschaften und nicht nur auf reinen Umsatz und Profit. Schwierig bei unserem Konzept ist, dass es extrem komplex ist, dass wir jetzt nicht nur ein Multikopter haben, sondern auch ein Flugzeug. Und gleichzeitig haben wir auch sehr viel unterschiedliche Sensorik. Also man hat ein sehr umfangreiches Gebilde. Langes Fliegen, sehr schnelles Fliegen. Wir haben sogar den Guinness-Weltrekord mit 240 km/h Topgeschwindigkeit. Und trotzdem senkrechtes Starten und Landen ohne Infrastruktur. Das heißt, man braucht keine zusätzlichen Investments tätigen. Man kann wirklich den Kopter aufbauen, in Minuten starten lassen und direkt Dinge sehr effizient von A nach B liefern. Von Hilfsgütern, Blutkonserven, Impfstoffen, Laborproben bis hin vielleicht zu sogar Organen. Und wenn wir das geschafft haben, ist der nächste Schritt auch zu schauen, welche anderen Güter sind dringend notwendig in gerade abgelegenen Regionen der Welt. Wenn man studiert hat, hat man dieses Exist-Gründerstipendium, was uns sehr geholfen hat auf jeden Fall. Allerdings entwickelt man mit diesem Exist-Gründerstipendium einen Prototypen und einen Businessplan, aber man hat noch nicht wirklich den Markteintritt geschafft. Und das ist was, wo ich auch die Politik bitten würde, noch mal genauer reinzugucken, weil oftmals sind die vielen Förderprogramme, die es gibt genug, aber die erwarten ein Eigenkapital. Und das hat man in der Regel nicht als Gründer. Was uns sehr beeindruckt hat, ist, dass der deutsche Staat über den KfW-Wachstumsfonds jetzt aktiv auch in Wachstumsfinanzierung investieren will. Das ist eigentlich genau das, was gefehlt hat, dass man nicht ins Ausland gehen muss, wenn man ein Startup quasi zu einem Punkt gebracht hat, wo es dann wirklich groß wird. Da wäre es schön, nicht nur die Ankündigung zu lesen, sondern auch, wie geht es weiter, ganz konkret. Und damit meine ich jetzt nicht die nächsten Schritte, da gibt es schon relativ eine klare Roadmap, aber auch in welcher Zeitspanne. Das wäre für uns nochmal spannend zu wissen und da würden wir uns sehr freuen, wenn wir da mehr Kontakt mit der Politik zu dem Thema auch hätten und mehr erfahren.